Ja, das ist natürlich das Schöne an Games, die noch im Early Access sind, so wie hier Ultimate Fishing Simulator 2. Es gibt Veränderungen und es wird dran gearbeitet. So zum Beispiel jetzt aktuell die Keel Map, die neu überarbeitet wurde. Also gucken wir mal rein, wie es denn jetzt hier so aussieht. Zuletzt hatte ich ja noch im Tutorial an der Keel Map gefischt und habe da auch ganz gut rausgezogen. Und jetzt muss man sagen, sieht es doch gänzlich anders aus. Gar nicht schlecht. So kann man das machen. Abgefahren. Ich mache mal den Sound ein bisschen lauter, ob man da was hört. Auch sehr, sehr cool hier. So ein Wikinger-Schiff mit reingebracht. Sehr, sehr nice. Abgefahren. Wir gucken mal kurz rein hier in der Übersicht. Aha. Also, so sieht das jetzt hier aus. Ja, so ein paar Möwen schreien auch schon rum. Sehr gut. So muck wie dat. Und ich schaue mir mal einfach die Punkte hier an. Stück für Stück. Standort wechseln. Ah ja, guck mal hier. Auch gut. Ein Olerkan. Sehr schön. Direkt hier am Leuchtturm. Ja, cool. Nicht schlecht. Jetzt heißt es natürlich, direkt wieder hier Routen auswerfen sozusagen und schauen, was wir denn vom Untergrund da haben und was wir da unten drunter sehen. Gucken wir mal direkt rein hier. Guck mal hier, ey. Was war denn da? Das war so hell. Auch nicht schlecht. Relativ flach hier in dem Bereich. Und bisher keinerlei Fische zu sehen. Ach, guck mal da. Was ist das? Das ist ein oller Aal. Nee. Guck mal hier, ey. Cool. Und da hinten schwimmt auch noch ein bisschen was rum. Also, gar nicht schlecht. Vielleicht braucht es doch ein bisschen Zeit, bis das hier auch alles wieder, bis das alles hier spawnt. Dann ziehen wir mal ein bisschen schneller durch hier. Cool. Also, schon mal hier wieder deutlich auch mehr so ein bisschen dieses Strandangeln so ein bisschen, ne? Da vorne schwimmt auch wieder was. Wäre natürlich geil, wenn es dann hier die Möglichkeit gibt, auf die Plattfische zu angeln. Das wäre natürlich richtig cool. So, jetzt mal eben hier einkurbeln. Aus Versehen wieder rausgeschmissen. Ja, aber das sieht doch schon mal gut aus. Das gibt doch schon mal durchaus hier mehr Möglichkeiten. Was haben wir da hinten? Bisschen Deko an der Insel. Okay. Hat fast so einen mediterranen Touch da hinten, ne? So, komm mal ran hier. Gerade zu weit rausgeballert. So. Ja, da haben wir hier vorne den Leuchtturm. Auch nicht schlecht. Alles wieder einpacken. Ich hatte... Oh, warte mal. Komme ich gar nicht hin, oder was? Nee, komme ich gar nicht hin. Hier ist quasi Ende. Das Ende der Map. Alles klar. Also, wir können zwar da vorne hin werfen in den Bereich. Da müsste man natürlich dann auch nochmal schauen, wie das da aussieht. Aber hier ist dann tatsächlich Map-Ende. Also, hier klassischer Strandabschnitt. Relativ flach. Werde ich auf jeden Fall nochmal testen, wie es da aussieht mit den Plattfischen. Dann gehen wir mal rüber zu 2. Ah ja, guck mal hier. Ah, auch nicht schlecht. Ja, cool. Sehr schön. Sehr schön. Hier so eine kleine Unterbrechung, auch sehr praktisch. Auch hier werfe ich mal rein, vielleicht so zweimal. Einmal da drüben, einmal hier hin. Werfen wir mal so flach hin. Die Anlegepolder, die da rum sind, die da drinnen stehen hier. Gucken wir mal kurz rein, wie es hier aussieht unter Wasser. Ähnlich wohl vielleicht wie so ein bisschen bei der alten Map. Noch ein bisschen rauszoomen hier. Aber, oh ja, recht dunkel hier auch alles, ne? Aber gar nicht schlecht. Und da kommt schon die Meerforelle, oder was? Tatsächlich. Zack, die nehmen wir natürlich gerne mit hier, die Meerforelle. Schönes Ding. So, komm ran hier. Einmal so ein bisschen durchgezogen und schon ballern sie rein. Meerforellen bringen richtig gut Kohle. Wolfsbarsch natürlich auch immer hier auf der Kiel-Map. Bisher eine der Maps, die halt echt am meisten Kohle gebracht haben bisher. Schönes Ding. Gutes Szenario. So mog wieder. Einfach mal wieder im neuen Design. Cool. Ah, das war laut.
So, 200 noch was Ocken, sehr schön, 200 XP, tipptopp mitgenommen. So, jetzt werfen wir nochmal davor, ah ne, warte mal, wir gehen mal ein bisschen weiter. Wir gehen mal ein bisschen weiter, abbrechen. Alter. Kann ich das nicht abbrechen? Konnte man das nicht abbrechen? Hat sich ja Boden verhakt. So. So, wir gehen nochmal ein Stückchen weiter. Guck mal, hier vorne geht es ja auch hier. Guck mal, hier ist nochmal so ein Anleger. Ja, sehr geil. Sehr schön. Coole Erweiterung. Wo sind wir denn hier? Wir laufen schon in Richtung vom Dreierspot. Der ist dann da vorne. Also werfe ich hier nochmal eben rein. Dann gucken wir hier nochmal kurz, wie es vom Untergrund her aussieht. Also im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, das Game macht sich wirklich gut, ey. Es macht sich ja wirklich gut. Gerade auch, wenn hier noch weitere Veränderungen anstehen. Lass mal nochmal ein bisschen absinken. Und hier aktiv dran gearbeitet wird. Ist es natürlich immer schön, dass man da Veränderungen sieht. Und ja, es kann halt nur besser werden, ne? Gucken wir mal, lassen wir mal richtig runter auf den Grund sinken. Es ist ja richtig tief hier. Abgefahren, Alter. Da unten schwimmt auch schon wieder was. Aber das ist ja wahnsinnig tief. Na gut, so nah ran müssen wir nicht mehr zoomen. Und hier kommt dann schon wieder ein bisschen Grünzeug auf dem Untergrund. Alter, ich dachte schon gerade. Doch, da vorne steht ein bisschen was. Nicht schlecht. Versuchen wir mal ein bisschen durchzuziehen. Vielleicht kriegen wir da ja was getriggert hier. Da Wolfsbarsch und Zander oder so. Könnte sein, ne? Oh, und dann haben wir die nächsten Kandidaten. Nicht schlecht. Also auch durchaus mal gerne weiter absinken lassen hier auf den Maps. Und da kommt einer an. Zack! Nächster, Jawolski. Vielleicht sogar hier der Lachs. Und dann kommen wir hier an die Kaimau und dann kommt der nächste hier an. Abgefahren. Und da vorne ist ein Plattfisch. Hier, da unten. Ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht genau, was das für welche sind. Ich habe das gar nicht so drauf geachtet. Bisher. Zack, da kommt er ran hier. Bäm. Atlantischer Lachs wieder. Sehr schön. 300 noch was XP sind, nicht ganz so viel an Silber. Aber auch den Kretsching nehmen wir natürlich mit. Und damit geht's weiter zum Spot Nummer 3. Ja, damit sind wir jetzt hier direkt unter dieser Brücke. So eine alte Hebebrücke, ne? Sieht, glaube ich, so aus. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt waren wir ja gerade hier in dem Bereich. Ich gehe mal ein Stückchen weiter. Guck mal, da liegt so ein oller Anker, ne? Alter, da haben sie einfach so einen riesen Anker reingeballert, ey. Werfen wir mal eben hin. Nur mal zum Gucken. Na, sind wir da im Wasser? Sind wir. Hinter dem, mal eben durch die Felsen hier durch. So, rauszoomen. Na, da ist er, der Anker. Da ist er zu sehen. Ne? Ja. Nostalgisches Gerät, ey. Und da war wieder irgendwie was. Ein ganz kleiner schwimmt da rum. Oh, da muss ich aber nochmal gucken, was denn hier jetzt alles auf der Map überhaupt für Fische drinne sind. Und ich werde die mir auch mal Stück für Stück alle ranziehen und rausziehen. Der Devilus ist da ja sogar aktiv auch im Game. Der hat da ja schon einiges rausgezogen und soweit ich weiß auch sein Haus damit bestückt. Gar keine schlechte Idee, dass man dann auch sieht, was man denn alles schon so gefangen hat. Ja, abgefahren. Richtig schön komplex die Map. Wo sind wir jetzt hier? Dann geht es hier schon weiter zum vierten Spot. Auch wieder ein ganz anderes Szenario. Da war die Brücke. Hier ist dann wieder so eine große Kaimauer. Werfen wir mal da vorne hin. Zack. Der zweite Leuchtturm hier, ne? Ja, genau. Der zweite Leuchtturm. Auch hier mal eben absinken lassen. Dass wir da gut runterkommen. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Richtig, richtig gut. Ich bin vom Level her mittlerweile. Was sind wir denn? Komme ich da hin? Oder muss ich hier raus? Ich muss da raus. Level 22. Level 22 mittlerweile schon. Macht richtig gut Kohle in Windeseile. Also bei mir ist es jetzt mittlerweile so, also weit über 1000, 1000, 2000 Silber oder Dollar hier
pro Kescher. Geht also richtig gut ab. Und so einen Kescher macht man eben mit 5, 6, 7 Fischen auch relativ schnell wieder voll. Weil das eben auch so große Brocken sind hier, ne? Wenn ihr die großen Dinger hier, zack, und rein da. Und da ist der nächste dran. Wenn die dicken Dinger hier reingehen, dann, Alter, dann geht der Kescher natürlich auch schnell voll. Gar nicht schlecht. Ich habe übrigens, das ist ja jetzt fast das Level 14 Setup. Level 14 Setup umgewandelt. Ich habe es noch ein bisschen gepimpt. Und zwar ist ja das stärkste Teil beim Level 14 Setup ist ja die Rolle mit 18, noch was Kilo. Und die habe ich, guck mal ran hier. Und die habe ich jetzt, oder der Rolle habe ich jetzt nochmal passendes anderes Setup gegeben. Nochmal atlantischer Lachs, sehr schön. Nehmen wir mit. Gucken wir mal eben kurz rein. Und zwar gibt es ja standardmäßig diese Route hier zum Level 14 Komplettset, was man sich kaufen kann für ungefähr 7000. Ich habe mir diese Route hier jetzt geholt. Ab Level 19 war das halt verfügbar, also seit Level 19 habe ich mir die direkt geholt. War auch nicht teuer mit 2500. Ne, macht man halt mal eben mit zwei kleinen Cachern, hat man dann die Kohle zusammen. Und ja, richtig geil, gerade auch mit der Größe oder mit der Länge. 2,3 Meter, 26 Kilo stark das Teil. Und das ist eben hier das Gute daran. 26 Kilo der Prügel, wir haben hier eine Rolle, die kann 18 Kilo aushalten, 18 Kilo bremsen. Und ich habe jetzt hier eine Schnur drauf gepackt, konnte ich ab Level 18 verwenden. Die nächsten sind, glaube ich, höher vom Level. Die kann jetzt hier 20 Kilo tragen. Das heißt, ich nutze jetzt alles komplett aus. Und man sieht das auch jedes Mal unten im Drill an diesen Action Bars. Es kommt quasi kaum noch große Belastung irgendwie auf mich zu. Das ist alles echt easy. Und ich kann relativ locker, ich sag mal hier so, ich fange in der Regel so mit einem 80er Zug an, 80er Bremseinstellung und kann dann immer noch hochdrehen und bis auf 100%, ich mache die Bremse einfach dicht und dann lübt das. So, jetzt sind wir hier gegenüber, da vorne waren wir ja gerade bei den Graffitis und jetzt sind wir hier gegenüber auf so einem kleinen Anleger. Man kann auch in die andere Richtung, ne, hier haben wir gestartet, ne? Genau, hier haben wir gestartet in diese Richtung und das ist dann hier der 5er-Spot. Dann gucken wir nochmal hier beim 6er-Spot. Auch nicht schlecht. Genau, dann ist es da vorne ist der 5er. Ah ja, schön, hier ein großer Anleger, auch gut. Ah, schon ordentlich morsch hier die Balken, Alter. Lecko funny, ey. Ei, was ist da los hier in der Kasse von Kiel? Keine Kohle mehr zum Reparieren, oder was? Das ist ja der Hammer. So, werfen wir mal raus hier in Richtung Brücke. Und der fliegt weit, Alter. Zack. Und dann lassen wir ihn erstmal wieder absinken. Schön weit runter. Man sieht hier die Brückenstelzen sozusagen, wie sie halt schön runtergehen bis ins Wasser. Sehr, sehr gut. Gut gemacht. Dass das auch alles hier vernünftig aussieht. Nicht schlecht. Also es wird sich Mühe gegeben. Also es wird wirklich gut. Ich fange mal jetzt hier so langsam an, so ein bisschen zu jiggen. Ein bisschen kurbeln hier. Auf der 30 wieder ein bisschen absinken lassen. Und dann gucken wir mal, was halt reingeht. Da hinten sehen wir schon so ein paar Kandidaten wieder rumschwimmen. Ja, nach wie vor natürlich wichtig, dass wir hier den Fisch da oben in Wallung kriegen, dass es schön grün, dunkelgrün ist. Dann funktioniert das auch gut. Vielleicht muss man ein bisschen mehr hier ziehen. So sieht's gut aus. Jawohl. Schön dunkelgrün. Dann lübt das auch. Ja, Hauptziel. Alter, da kommt ein großer Wels. Ne. Ob der gerade drauf reagiert? Jetzt schwimmt er weg. Der reagiert drauf, oder? Oder kommt noch was? Da, nee. Alter. Ei. Wie er abgeht, ey. Cool.
Also komm ran hier. Also ihr seht, ich bin jetzt hier, ich kann auch mal zumachen. Die Belastung ist halt fast gar nichts jetzt, ne? Mit diesem Setup ist der Hammer. Und also wenn ich auch zumache, geht jetzt ein bisschen Kraft noch, ein Punkt jetzt noch auf die Rolle. Ansonsten ist das hier super easy mit diesem Setup jetzt hier zu angeln. Hat sich also absolut gelohnt. Auch das Upgrade hat sich absolut gelohnt. Zack, der nächste Lachs hier. Sehr schön. Gucken wir mal eben kurz rein. Die paar Fischis jetzt. Und jetzt ist noch nicht mal so ein richtig großer dabei gewesen oder wertiger, sondern eher die etwas günstigeren atlantischen Lachse hier. Aber immerhin schon wieder 600 Silber zusammen, Dollar zusammen. Kratsching. Lohnt sich also. Gar nicht schlecht. So, jetzt nochmal hier zum 7er Spot. Nochmal die ganz andere Seite drüben anschauen. Auch hier nochmal eine schöne Kaimauer. Jawohl. Was ist das denn hier eigentlich alles? Was stehen denn hier für komische Dinger rum? Was soll das? Sind das so Lärmschutzwände oder was? Verstehe ich ja gar nicht, ey. Was sind das für Dinger? Das ist ja in den Dingen. Also es sieht schon an manchen Stellen so ein bisschen arg aus. So ein bisschen sehr wild. Ob das, sieht das so aus in Kiel? Ihr Kieler Jungs, sieht das so aus in Kiel? Also in Eckernförde war das nicht so schäbig an der Ostsee. Das ist ja hier schon ein bisschen sehr wild, oder? Aber naja, es erinnert an Kiel. In Ansätzen, möglicherweise. So, kommt mal ran hier jetzt, ihr Brocken. Ich ziehe noch mal ein bisschen was raus. Ich werde demnächst noch mal ein bisschen mehr auch auf die Pose eingehen. Ich spare mir jetzt quasi gerade ein bisschen Kohle zusammen. Posenangeln noch weiter beleuchten und natürlich auch das Grundangeln weiter beleuchten. Interessiert mich ja mega. Speziell auch das Grundangeln. Hätte ich ja richtig Bock drauf hier im Game. Einfach weil man es auch so schön nebenbei machen kann vielleicht. Hier beim Spinning musst du ja doch immer wieder aktiv sein. Und ich muss ja gestehen, ich angel auch so nebenbei immer mal wieder gerne während ich halt so Videos schneide. Und da ist es dann natürlich praktischer, wenn ich das halt so halb AFK machen kann. Und dann bimmelt es vielleicht und dann kann ich mal eben schnell einen Fisch rausziehen. Halt einfach für den Progress, damit es halt weitergeht. Da ist das dann gar nicht verkehrt. Wenn man eben auch so Grundangeln machen kann. Posenangeln muss man ja auch immer wieder drauf aufpassen. Da musst du immer wieder einen Blick drauf haben, ob da irgendwie gerade was rumzuppelt. Genau wie hier jetzt gerade beim Spinning. Immer den Blick drauf haben, na, ist der Fisch noch grün genug in der Ecke? Bin ich hier noch gut in der Führung drin oder nicht? Und so weiter. Übrigens von den Ködern her ziemlich wild. Ich teste auch viel so mit diesen Gummifischen und sowas alles. Und probiere hier sämtliche Köder aus. Irgendwie funktionieren alle Köder mal mehr, mal weniger gut, aber auch immer mal wieder für andere Fische. Macht wirklich Bock, einfach auch hier verschiedenste Köder zu testen. Na, haben wir den jetzt hier getriggert? Nee, oh, einen Stör haben wir getriggert. Auch geil. Einen Stör. Und der hat ein bisschen Bock. Der hält jetzt gerade so ein bisschen dagegen an. Aber auch der kommt nicht so richtig gegen das Setup an. Zack, ziehen wir ihn schon mal rein. Ist auch nicht ganz so groß, der Brocken. Ha, cooles Ding. Europäischer Stör. 12 Kilo Schwör. Gar nicht schlecht. Nice, Alter. Schöner Brocken. 50 Ocken aber nur, ne? Weil er wahrscheinlich so klein ist. Oder vielleicht wird er deutlich größer. Nur knapp, ja, fast 60 Ocken. 60 Dollar. Aber die XP sind nicht so schlecht. Die XP sind nicht so schlecht. Behalten. Heißt also für mich, wenn ich hier sowas feststelle, dass es nicht so ganz die richtigen Brocken sind, hier, das sind hier mittlerweile die ganzen Köder, die ich habe, dann wechsle ich. Und ich habe halt schon viel eben auch hier mit diesen Gummifischen rumhantiert, ab Level 16 zur Verfügung oder auch hier ab Level 11 dieses Teil und auch anfangs ab Level 5 schon hier diese Twister-Würmer hier auch richtig gut. Da sind auch einige von den Wolfsbarschen draufgegangen, haben also richtig gut geboostet. Das heißt, wenn man noch relativ low ist vom Level, dann ist das hier tatsächlich auch durchaus eine Möglichkeit. Man muss gar nicht diese ganz teuren Dinger hier verwenden. Ja, und dann, wie gesagt, hier ruhig diese anderen Gummifischis. Auch die, wie gesagt, funktionieren ganz gut. Ich teste mal den hier vielleicht nochmal eine Runde. So, und dann werfen wir vielleicht mal nochmal in die Richtung. Gucken wir uns nochmal den Untergrund an. Zack.
Raus damit. Alter, das fliegt aber auch übelst weit. Wahnsinn, ey. So, lassen wir nochmal wieder ein bisschen absinken. Gehen wir mal schön auf den Untergrund. Da schwimmt schon wieder ein Kandidat. Es ist schon ganz geil, ne? Also so speziell diese Unterwassercam. Und um die Untergründe kennenzulernen und wie die Strukturen sind und so, ist es schon richtig cool. Kann ich ja nicht anders sagen, ey. So, wir machen die Bremse mal ein bisschen lockerer. Und ich gehe mal hier von der Einholgeschwindigkeit, das muss ich jetzt gleich erstmal feststellen, wie wir das am besten machen. Lassen wir erstmal schön absinken hier. So. Und dann ziehen wir, fangen wir mal an hier. Langsam ziehen. Auf 30 und absinken lassen. Klappt das? Ja, sieht ganz gut aus. Auch wieder ziehen. Und wieder absinken lassen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Können wir, glaube ich, ganz gut machen. Würde mit Sicherheit auch schneller gehen. Kann man bestimmt auch, wenn man hier auf mit Shift oder mit Steuerung hier, mit 100. 100er Einholgeschwindigkeit. Ja, nicht so ganz. Da müssen wir mehr ziehen. Da muss man mehr ziehen. Da, der Kabeljau, Alter. Zack. Die können natürlich auch richtig groß werden. Kabeljau. Sehr schön. Ab geht er, ey. So, komm ran. Und guck mal, wie geil sich halt, ne, diese lange Route, wie hart die sich auch reinbiegt, ey. Bäm. Damit hat man auch richtig schön Power. Tipptopp. Und auch hier jetzt wieder die Veränderung, also von Zug 80 auf 100, machen wir dicht das Ding. Da klackert nichts mehr und jetzt wieder rangepult. Easy. Sehr, sehr nice. Also ich bin übelst zufrieden mit dem Setup. Kann man wirklich gut machen. Ich spare natürlich jetzt noch so auf Endgame-Setup. Da hatte ich jetzt auch schon Infos vom Devilus bekommen, der ja schon deutlich weiter ist. Der ist ja schon auf der letzten Map und der hat dann schon Endgame-Setup auch schon gezeigt, was wirklich gut funktioniert. Und da bin ich dann echt gespannt, wie das dann geht mit den großen Fischen. Komm ran hier. Zack, da ist er. Der Kabeljau. Jau, 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 Alten. 584 Dollares. Das ist doch mal ein Hammer, oder? Da nehmen wir doch gerne mehr von mit. 500 Ocken für so einen Brocken und 700 noch was XP. Fast, ja, was hat er? Fast 28 Kilo schwer, das Teil. 1,33 lang. Schön. Sehr, sehr, sehr geil. Das schmeckt natürlich richtig. Bah, geilo. Das macht Bock. Schön, behalten das Ding. Und ich ziehe jetzt hier halt gleich weiter noch raus. Und man sieht, es kommen einfach ratzfatz hier die nächsten 600. Ne? Also zwei Fische mehr und wir hatten 1200. Ihr seht, die Kohlen kommen locker rein. Ich war anfangs ein bisschen schockiert über die Preise, die man so im Shop sieht. Aber das ist alles easy. Wir kriegen hier ohne Probleme mehr Kohlen zusammen, damit wir uns auch eben die teuren Sachen holen können. Angelrolle, gucken wir mal eben ganz unten. Das ist die hier für knapp 20.000. Das ist natürlich Ziel. 20.000 Ocken, 20.000 Dollar. Aber eben dafür 35 Kilo Bremskraft. Richtiges Gerät. Sehr, sehr geil. Ich freue mich drauf. Ich werde noch weiter durchziehen. Wenn es dir geholfen hat und gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Nicht vergessen, dass du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos hier von Ultimate Fishing Simulator 2 oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin, Petri.